Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Arsch. Wir werden mal gleich mal den Wassertank voll machen, damit der gleich nachher rübergefahren werden kann zum Papierfabrik, Kartons und so. Und dessen werden wir mal den LKW nehmen, einen LKW nehmen und wieder. Achso, oben machen wir auch noch, dass wir da entsprechend. Umbauen, und zwar für Pellets, ne? Also für, dass wir den Dings verkaufen können, Paletten, und zwar OBS und die Dinger im Baumarkt. Hab den mal gewaschen, immer noch nicht repariert, aber gewaschen. Hat er sich verfranst in kleine Ecke. Komm, Millimeter noch hier hin, komm. Man muss ja malen, ne? Jo. Hat sich frei gekämpft. So, den parken wir jetzt mal wieder ein, wo er vorher auch stand. Und den Traktor muss ich auch noch mal einparken. Gut, einer am anderen. Ne? Produktion muss laufen, das ist mir ganz wichtig. Wenn es immer läuft, dann ist das auch kein Thema. Später wenn wir Holz machen. Naja, gut. Aber heute nicht mehr. So, jetzt brauchen wir noch Fabrik, und zwar den Schlachthof brauchen wir eigentlich noch nicht, weil da haben wir das Geld nicht, beziehungsweise die Schweine sind noch nicht so weit. Die Schweine sind noch nicht so weit, ne? Sag ich mal so, einfach so. Ja. Genprotokoll, was denn? Keine Ahnung. Ach, das ist für den Schlachthof Leder und so, ach okay. Alt S, das heißt, wir wollen mal gucken. Schweinestall 1, da sind die Tiere jetzt bei 75 Kilo. Das heißt, das ist jetzt 0,3 Jahre alt. Also ein Schwein normalerweise ein Dreivierteljahr. Ne? Also ein Dreivierteljahr, dann ist es gut. Hier haben wir jetzt, das sind Neugeborenes, ja, das sind Ferkel. Ne? Das sind die kleinen Schweinchen. Also ich habe noch nicht mehr bekommen. Ne? Gut, bei Stufe ist auch Ferkel. Ne? Und hier sind die etwas älteren. Das ist auch noch neu geboren. Das sind halt noch die Ferkel. Und das sind etwas 0,3 Jahre alt. Ne? Und hier sind schon ein bisschen wie hier. 90 Kilo, das ist schon je nach Rasse, bei uns waren es früher 100 Kilogramm, dann war das schon gut, ne? Weil im Prinzip, wenn das Tier zu fett war, gab es Abzüge und deswegen war so 100 Kilo, aber wie gesagt, ein Dreivierteljahr, ne? Also brauchen die schon. Alles braucht seine Zeit, ne? Auch das Wachstum. So, jetzt geht's Richtung wieder Sägewerk. Dann laden wir mal kurz nach oben die Dinger raus. Paletten. Erstmal OBS oder Spanplatten, je nachdem, was wir nehmen. Und dann werden wir gleich Wasser. Hier werden wir gleich Wasser nehmen, ne? Da muss ich mal irgendwann mal andere LKWs nehmen. Ich weiß auch nicht, ob das da an denen liegt oder ob das ich weiß es nicht.
dass die so empfindlich sind in der Kurve. Ob ich die Originalfahrzeuge mal nehmen sollte. Habe ja eingenommen hierbei zum Beispiel bei Thüringen, da habe ich ein Originalfahrzeug. Da habe ich an sich weniger Probleme. Ne? Aber die vertragen halt das schnelle Fahren nicht hier nicht. So, wir wollen jetzt Dings haben. Wir wollen Paletten. Und zwar Leerpaletten sind eh alle. Und daher werden wir erstmal OBS nehmen, was wir Geld haben für, wenn es reicht, für auch fürs Kaufen Vollernter. Wenn es reicht. So. Und zwar Brennerpalette nehmen wir zuerst. Dann OBS und dann. Oh, ist egal, ne? Wir verkaufen das sowieso. So, OBS, Brennerpalette. Deaktiviert. So, das geht nicht mehr. Das ist alle. So, dann laden wir mal auf. Oh, ich habe Fass in der Hose gehabt. Oder umgekehrt. Hose im Fass. Wir müssen mal sehen, dass wir da parallel uns entstanden. So, als Aufladen, ne? Man lädt nicht. So. Und doch. Braucht noch mal 10. Jetzt haben wir noch Dings da. OBS. Die müssten wir auch 10 haben. So, OBS. Maximum. Müssen wir noch eine kriegen. Also reicht das nicht? 5000, ne? Ah, gut, okay. Dann nehmen wir Spanplatte. Egal. Sind die alle hin? Ach, die sind jetzt da, ne? Na gut, egal. Ich dachte, so stellst sie so schön hin, dann kannst du alle mitnehmen. Ah, stimmt, ja, da war ja was gewesen, ne? Wie gesagt, ich verkaufe nicht so oft. Da fahren wir jetzt rückwärts ran. Beziehungsweise ich. Und wir können nicht reden, ne? Ist ja Quatsch. So, wir gehen zum Baumarkt, ne? So, Baumarkt ist da oben irgendwo. Denken wir, ne? So. Baumarkt. Da oben links. Ja, da war ich öfters gewesen. Ja, Park wollen wir nicht rein. Edeka. Na, wer will Bier haben? Edeka gibt's Bier. Viel Bier. 40 Paletten habe ich da verkauft. Müssen wir nur noch Wasser bringen zur Papierfabrik.
machen wir gleich. Ob man die auch hier kaufen könnte? Das wäre sinnvoll, ne? Wenn man die braucht. Aber eher nicht, da sind Paletten mit groß. Er hat ja die kleinen genommen. Mein gut, mir ist das egal, das ist symbolisch gesehen, ne? So. So. Z. Das klasse, das klingelnde Kasse. So, ganz kurz. Zum LKW. Und auf zur Papierfabrik. Schlecht, auch ein Affentaub. Das reicht zum Schlachter noch nicht, aber gut. Oh, der fährt sich aber blöd. Wie gesagt, Produktion läuft in einem Gehen sie, ne? Ja, die Silage läuft hier auch noch. Ja, die läuft auch noch. Alles schön. Können wir näher schön. Kriegen wir noch Geld für die BGH. Dann dürfte der Schlachterprinzip schon fast ein Typen sein. Haben wir auch nötige Rohstoffe, dass wir da packen. Und dann nehmen wir weiter. Können wir ja in aller Ruhe beigehen. Ein paar Holzbäume. Ein paar Bäume fällen. So, wo geht Wasser rein? Das ist auch wieder so eine Frage. Ah, da ist schon so. Ja, hier irgendwo. So. Nun läufst du auch schon mal, ne? Ja, das ist gut. Papier, Karton. Das ist gut. Dann können wir ja entsprechend auch mal was kaufen, ne? Könnten, müssen aber nicht. Also erstmal geht Verpackung für unseren Schlachthof, den wir bald haben werden. So, mal kurz überlegen, wo ist er? Also beim Baumarkt. Ja. Beim Baumarkt waren wir doch gewesen, Mensch. Baumarkt. Jetzt fahren wir Richtung Sägewerk, wo wir die anderen Dinger holen, ne? Beziehungsweise vorbereiten. Aber wir fahren nochmal hin. Und durch. Lass uns nicht aufhalten von diesem Haus, von Zaunfall. Baumarkt hat ja auch gerade Haus gekriegt, kann er mit mir bauen. So. Haben wir richtig die Woche was geschafft? Also, ja, die Woche gesehen, so gesehen schon, ne? Jeden Tag ein bisschen. Jetzt können wir nachher die Ernte genießen, in Anführungszeichen. Lass mich mal kurz überlegen. Keiner sieht was. Echt alle Augen zu. Das können wir auch machen. Papier, Verpackung. Wir holen jetzt Paletten und OBS vor allen Dingen. OBS-Paletten und den anderen Zeug.
Dann laden wir jetzt auf. Dann haben wir es für heute Feierabend, ne? Was haben wir Uhrzeit? 10:30. Gerade morgen bearbeiten und Sonntag hochladen. So. Und dann haben wir das Geld auch bald zusammen, denn morgen gibt mir mal eine Ladung Bier. Das ist schon sicher. Alles da. Da können wir was verkaufen. Hier brennt nicht der Hintern. So. Jetzt gehen wir ganz kurz einkaufen. So, Bahnplatte war noch gewesen, ne? Maximum. Ist ja auch leer. OBS. Geht auch nicht mehr. Leerpalette. Ah, auch leer. Alles leer. Also eine Sackschüssel und den behalten wir für Papier. So. So kann man es auch machen, aber nicht notwendig. So. Kriegen wir leider nicht voll, aber das macht nichts. Da haben wir 7 Stück. Und da stehen nochmal 8, glaube ich. Ja, gut. Ja, haben wir 15 Stück. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Das war heute für die Woche. Jetzt meine 14 Folgen fertig. Ich danke fürs Reinschauen. Das hat mich mal gefreut. Jetzt geht's zum Feierabend. Like any higher, mehr oder weniger. Dann sag ich mal tschüss und ciao und tschüssi.